Ahoi Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist David Gray und heute zeige ich dir die wichtigsten Tricks, wie du mit deiner Spiegelreflex oder Systemkamera richtig geile Feuerwerksbilder hinbekommst. Falls du das Feuerwerk aber lieber mit deinem Smartphone fotografieren willst, gibt es dazu eine Sonderedition und hier gehe ich ganz besonders auf die Doppelbelichtung ein, die richtig geile Bilder liefert. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir dann in einem anderen Video und jetzt geht's erstmal weiter mit dem eigentlichen Thema. Auf geht's! Als erstes sollten wir festlegen, was du eigentlich alles zum Fotografieren brauchst. Ganz klar natürlich einen vollen Akku. Dann brauchst du natürlich eine leere Speicherkarte, du brauchst die Kamera, du brauchst ein Stativ, dann natürlich ein Zoom-Objektiv, einen Fernauslöser, der ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber wäre cool, wenn du den hast. Und natürlich ganz, ganz wichtig, die Freude am Fotografieren. Hast du alles im Sack? Kann es eigentlich schon losgehen. Was vielleicht viele vernachlässigen, ist der optimale Standard. Und wenn man es genau nimmt, ist der Standard die Grundlage für ein gutes Foto. Achte darauf, dass der Platz nicht zu stark beleuchtet ist, um ungünstige Lichtreflexion in der Linse zu vermeiden. Des Weiteren sollte der Standard auch einen guten Halt geben für dein Stativ, denn Verwacklungen können wir ja gar nicht gebrauchen. Und last but not least sollte der Platz einen genialen Ausblick auf das Feuerwerk und die Landschaft liefern. Das Drumherum ist sogar extrem wichtig, denn sind wir mal ehrlich, wir brauchen keine weiteren Feuerwerksbilder, die man mit anderen Feuerwerksbildern auf Google und Co. vergleichen kann. Wir brauchen gute Bilder und zu guten Bildern braucht man letztendlich auch ein bisschen Landschaft dazu. Du brauchst ein Feuerwerk, wo man die Landschaft sieht, die Gebäude sieht, wo man erkennen kann, wo das Feuerwerk entstanden ist. Keiner von uns, weder du noch ich, können ein Feuerwerk richtig einschätzen. Beziehungsweise man weiß nicht wirklich, wo das Feuerwerk hochgeht, wie viele Raketen hochfliegen, wann es explodiert, wie groß es auch explodiert. Das kann man alles nicht einschätzen. Okay, außer du hast einen China-Böller neben dir liegen und der macht dann so puff. Dann könntest du das vielleicht schon irgendwie einschätzen, aber in der Regel kannst du ein Feuerwerk nicht einschätzen. Und aus diesem Grund solltest du immer ein Zoom-Objektiv bei dir haben, um dich besser an die Gegebenheiten anzupassen. Ist das Feuerwerk weiter weg, zoomst du einfach ran. Hast du etwas mehr Zeit, kannst du mit einer Festbrennweite auch etwas näher ran und richtig geile, scharfe Bilder realisieren. Aber eines solltest du niemals machen, und zwar das Feuerwerk so stark heranzoomen, dass es schlussendlich aussieht wie jedes andere vergleichbare Feuerwerk auch. Erst das Drumherum und die Perspektive verleihen deinem Feuerwerksbild die persönliche Note und den künstlerischen Touch. Keine Angst vor der manuellen Belichtung, sie sorgt für das perfekt belichtete Feuerwerksbild und sollte definitiv nicht auf Automatik gestellt werden. Denn die Kamera weiß ja letztendlich nicht, was du genau vorhast, und wenn du richtig Pech hast, versucht sie die Nachtaufnahme extrem aufzuhellen mit hohen ISO-Werten und dann ist dein Bild verrauscht. Und das wollen wir letztendlich vermeiden. Um aber jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen, weil das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, gebe ich dir einfach einen Richtwert mit, der fast immer passt. Wenn du dich aber mehr über die manuelle Belichtung informieren willst, gibt es dazu ein extra Video mit ausführlichen Tipps. Klicke jetzt einfach auf das i. Für ein optimales Bild stellst du die ISO auf 100, die Blende auf 10 und die Belichtungszeit auf 4 Sekunden. Und sollte die Helligkeit mal nicht stimmen, kannst du einfach die Blende mit höheren Werten schließen oder mit kleineren Werten öffnen. Und je kleiner die Blendenzahl ist, desto mehr Licht fällt rein und das Bild wird heller. Die Belichtungszeit hingegen würde ich nur dann anpassen, wenn du längere Lichtschweife realisieren willst oder die Explosionen der Raketen größer sind. Hast du die Kamera ordentlich eingestellt, ist das Bild an sich erstmal ordentlich belichtet, aber das alleine reicht ja noch nicht, denn wir müssten der Kamera noch etwas helfen, damit sie das Bild auch knackscharf einfangen kann. Denn Nachtaufnahmen und Aufnahmen vom Himmel sind sehr schwierig für die Kamera zu fokussieren, weil es einfach keine Anhaltspunkte gibt. Wer hier unbedacht rangeht, bekommt am Ende nur unscharfe Bilder und das wollen wir vermeiden. Als erstes stellst du den Fokus auf manueller Fokus um, entweder direkt am Objektiv oder im Menü der Kamera. Das ist aber immer unterschiedlich, aber sollte für dich jetzt kein Problem darstellen. Als nächstes fokussierst du die Stelle, wo später auch das Feuerwerk stattfinden wird. Hier solltest du aber nicht den Himmel fokussieren, weil hier keine klaren Strukturen zum Fokussieren vorhanden sind, sondern die Landschaft oder die Gebäude, die darunter sind. Alles, was dann über den Himmel passiert, ist dann auch scharf. Und nun kommen wir zu einem Punkt, der auch etwas mit Glück zu tun hat, denn niemand weiß genau, wann eine Rakete gezündet wird und das macht das Ganze ziemlich tricky. Wenn du deine Versuche erhöhst und immer wieder auslöst, kannst du natürlich die Chancen auf ein richtig gutes Foto erhöhen, doch auf Glück allein können wir uns als Fotograf nicht verlassen. In diesem Fall und auch bei Gewitteraufnahmen ist ein Fernauslöser mit Einrastfunktion dein Retter in der Not. Mit diesem Gadget kann deine Kamera unendlich viele Fotos nacheinander aufnehmen, ohne dass du etwas drücken musst. Das sorgt natürlich für ein entspanntes Shooting und du kannst dich nach weiteren tollen Perspektiven umschauen, ohne dass du dich um die Kamera kümmern musst. Aber Vorsicht, prüfe auch ab und zu mal die Ergebnisse. Und falls du jetzt keinen Fernauslöser hast, keine Panik, hatte ich am Anfang auch nicht, dann empfehle ich dir den 2-Sekunden-Auslöser der Kamera zu verwenden. Der sorgt für weniger Verwacklung beim Auslösen der Kamera und erhöht die Chance auf ein scharfes Bild.
Zu guter Letzt möchte ich nochmal alles für dich festhalten. Verwende beim Fotografieren auf jeden Fall ein Stativ. Pack dir ein Zoom-Objektiv ein und einen Fernauslöser. Achte auf den Standort und auf den Bildausschnitt. Stell die Fokussierung und die Belichtungszeit auf manuell. Verwende dazu ISO 100, Blende 10 und Belichtungszeit von 4 Sekunden. Und wenn du jetzt bereit bist für einen Profi-Tipp, dann solltest du jetzt genau aufpassen. Deaktiviere den Bildstabilisator der Kamera für noch mehr Schärfe, denn der spielt gern mal verrückt, wenn die Kamera auf ein Stativ steht. Wer hätte das gedacht? Krass, oder? Und das waren jetzt die wichtigsten Tipps für Einsteiger, um ein Feuerwerksbild richtig zu fotografieren. Es gibt natürlich noch andere Tipps und Tricks, die richten sich wohl eher an Fortgeschrittene, die habe ich einfach mal rausgelassen. Ich wollte jetzt erstmal das Video so einfach wie möglich halten und deswegen fehlen wahrscheinlich einige Tipps, die ihr vielleicht auch kennt. Die könnt ihr aber gerne in die Kommentare hauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren. Und wir, meine Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.